So, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur ersten Session heute Morgen bei der TTWI Virtual. Ich freue mich, dass ich heute wieder die Moderation übernehmen darf. Mein Name ist Uwe Haneke, ich bin Professor an der Hochschule Karlsruhe im Bereich der Informatik und meine Schwerpunkte liegen im Bereich Data Science aktuell und Vorgehensmodelle. Ja, aber es geht nicht um mich, es geht heute um, jetzt gerade in diesem Slot, um den Vortrag von Herrn Löb, den ich ganz herzlich begrüßen darf, gemeinsam mit Herrn Hase von der Firma Boomi, die ja diesen Vortrag hier auch sponsert. Datengetrieben, gestützt oder basiert, wie begegnen wir der Digitalisierung? Das ist sicherlich ein spannendes Thema für die nächsten 40 Minuten. Ich darf kurz zwei Dinge zu Herrn Löb noch sagen. Herr Löb kommt von der CGK und ist dort Chief Visionary Officer. Ich muss zugeben, ein Titel, den ich so noch nicht gehört hatte, aber vielleicht kann Herr Löb noch was dazu sagen, was denn so sein Themenfeld dann ist. Er kommt ursprünglich aus Naturwissenschaften, promoviert in physikalischer Chemie, Chapeau. Das ist wirklich nicht die leichteste Fachrichtung, in der man promovieren kann. Er hat aber über lange Jahre gearbeitet als Solution Architect und als Business Development Manager bei verschiedenen Unternehmen und ist jetzt eben Chief Visionary Officer bei der CGK. Bevor wir zu ihm kommen, gebe ich kurz an Herrn Hase. Herr Hase ist von der Firma Boomi und ist zuständig für den Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und er wird dann auch gleich überleiten zum Vortrag. Herr Hase, bitte. Ja, vielen Dank. Und ich habe es mir gerade gedacht, in der Vorbereitung für die TDWI, wir sind ja langjähriger Teilnehmer, freue ich mich immer wieder, dass wir solche Kapazitäten auch bei unseren Geschäftspartnern haben, die wir hier präsentieren lassen. Einerseits steht dann unser Produkt nicht so ganz im Vordergrund und das ist so eine klassische Pitch von Problem, unser Produkt und dann gibt es das Problem nicht mehr, sondern eher wie die Lösungen, die wir so mit unserem Produkt realisiert sehen, umgesetzt werden. Und deshalb ist es immer wieder gut, unsere Geschäftspartner hier on stage zu haben. Und damit möchte ich eigentlich auch gleich an den Dr. Georg Löb übergeben. Georg, it's all yours. Ja, danke Peter. Danke, Haneke. Ja, schönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Gut, die erste Frage war ja Chief Visionary Officer bei der CGK. Was beinhaltet das? Ja, es beinhaltet viel Business Development, viel Vertrieb, sage ich jetzt mal, aber auch eigene Projekte, die ich immer noch umsetze beim Kunden. Und da begegnen mir natürlich alle Herausforderungen der Digitalisierung momentan. Ja, und das vor allem im datengetriebenen Umfeld. Ich habe eine Historie bei großen Softwareanbietern wie eine IBM, wie eine Teradata, wie eine Informatika. Das heißt, ich habe viele Kunden weltweit gesehen und ja, das ist eigentlich das, was mich immer noch vorantreibt und auch die Lösung treibt mich immer noch voran. Und das macht eigentlich auch CGK aus. Vielleicht noch einen kurzen Werbeblock. Also wer ist CGK eigentlich? CGK wurde vor 30 Jahren in Belgien gegründet. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. André Knapen war unser CEO, ist jetzt immer noch im Aufsichtsrat tätig. Und wir erwirtschaften im Grunde mit über 6.000 Leuten im Jahr 2020 640 Millionen Euro. Sind all IT-Dienstleister, sage ich jetzt mal so, haben auch zwei High-Performance-redundante Datencenter und beliefern eigentlich so die 30 größten Finanzdienstleister im Benelux mit all Finanzdienstleistungen. Und da gibt es natürlich auch viele Herausforderungen in der Digitalisierung. So viel zum Werbeteil. 360-Grad-Sicht auf Geschäftsdaten. Das ist was mich, sage ich jetzt mal, 25 Jahre beschäftigt, wo ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also IT wurde dann wirklich mein Beruf nach der physikalischen Chemie. Und das, was jedes Unternehmen jetzt eigentlich immer noch wieder treibt, ist, ja, wie komme ich denn eigentlich dahin? Wie kriege ich das? Wie schaffe ich das denn? Was so ein Spotify oder so ein Amazon schon geschafft hat und ständig weiterentwickelt.
Und wie schaffe ich es denn eigentlich, ja, jeden Kunden, Partner und Mitarbeiter sofort mit allem zu versorgen, mit jedem Service, den er erwartet, ohne dass ich eben ja, in die Gefahr komme, durch ein Startup ersetzt zu werden. Ich denke mal, das ist diese große Herausforderung, das Verstehen des Kunden, das Verstehen der Lieferkette, das Verstehen von Prozessen und dann wirklich die Automatisierung dieser Prozesse und das eben durch Daten. Also weg von dem manuellen Bauchgefühl. Also wir haben ja über die Jahre viel, viel Datenanalysen gemacht, rückwärts gerichtet. Aber wir sollten das jetzt wirklich mal verwenden, um dann wirklich auch vorwärts zu schauen. Und das ist halt eben das, was ich halt wirklich sehe. Der Kunde möchte ganzheitlich, schnell und nachhaltig wirklich bedient werden. Aber es ist nicht nur der Kunde. Es sind auch wirklich die Mitarbeiter und die Partner. Und das darf man auch nicht vergessen, weil die machen halt wirklich auch das Ökosystem aus, in dem ich mich bewege. Und Stichwort Ökosystem, das wird halt immer wichtiger. Also, dass ich wirklich hohe Zufriedenheit bei meinen Kunden erzeuge, aber auch das Verständnis zu meinen Kunden. Denn die Unternehmensziele sind immer hohe Kundenzufriedenheit, bessere Geschäftsentscheidungen, gesteigerte Produktivität oder Reduktion von Komplexität. Ja, aber die Mittel sind meistens unterschiedlich. Deswegen, das, was unsere Kunden jetzt einfach nicht mehr akzeptieren, ist halt wirklich ein bruchstückhaftes Erfahrungsangebot. Das heißt, wir müssen auch als Unternehmen immer mehr End-to-End-Services liefern, denn nur Teile zu liefern bedeutet im Grunde, dass ich der komplexen Welt nicht mehr gerecht werden kann. Denn ich muss halt wirklich versuchen, komplexe Prozesse kompliziert runterzubrechen und eben dann auch wirklich auf Daten basierend diese Prozesse anzupassen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, gerade in der Digitalisierung, die Automatisierung, KI, Machine Learning, egal wie diese Begriffe heißen. Und die muss ich halt wirklich versuchen, zielführend umzusetzen und möglichst zeitnah und flexibel. Denn was ich in den Unternehmen momentan sehe, ist, ja, es kommen immer mehr Anwendungen dazu. Viele wollen wirklich Pay-Per-Use-Angebote in der Cloud oder Software-as-a-Service ihren Kunden machen. Aber das, was wir eigentlich beobachten im Markt, ist, dass die Vielzahl der Anwendungen dramatisch steigt. Also da, wo wir früher einen Monolithen im Unternehmen hatten, die klassische Legacy, kommt es jetzt dazu, dass wir ganz, ganz viele kleine Cloud-Applikationen, egal im HR-Umfeld, im Finanzumfeld oder auch im Kundenmanagement sehen. Also das übliche CRM ist alles in der Cloud. Aber dieses CRM muss ich halt mit ganz, ganz vielen anderen Cloud-Lösungen verbinden, sodass wir sehen, da ist eine Riesendiversität in der IT-Landschaft und ja, ständig neue Marktbegleiter, ständig neue Geschäftspartner und ständig neue Geschäftsmodelle. Und die muss ich halt wirklich in kürzester Zeit anbinden und muss halt auch aus diesen Daten, die über diese vielen Schnittstellen kommen, lernen. Denn wenn ich nicht über diese Schnittstellen lerne und diese automatisiere, bleibe ich eigentlich bei dem hängen, was ich früher nur hatte. Das heißt, ich kriege auch wirklich die alten Anwendungen nicht abgelöst, weil das sind immer noch meine Arbeitspferde. Und ich muss halt wirklich sehen, dass ich diese Welten, die ich jetzt hier habe, diese Ökosysteme sehr, sehr schnell miteinander verbinden kann. Und das geht nicht mehr nur mit Tools, das geht nicht mehr nur mit Werkzeugen, sondern ich brauche halt wirklich eine gesunde Basis, auf der ich aufsetze und mit der ich ganz, ganz schnell sowas wie Integration oder Anwendungsintegration machen kann. Das heißt, wenn eine neue Anwendung in mein Unternehmen kommt, die ich halt nicht mehr wie früher klassisch einführen muss über ein On-Premise-System, sondern jetzt über die Cloud, dann muss ich die so rasend schnell in mein Ökosystem einbinden können, dass ich die auch nutzen kann. Denn die Cloud-Anbieter bieten mir das. Aber was mache ich jetzt wirklich da draus? Also dieses fachspezifische Tool-Angebot ist halt so groß geworden, dass ich einerseits völlig verwirrt bin im Markt, aber andererseits auch verwirrt bin, wie kann ich das wirklich über APIs einbinden, wie kann ich das wirklich managen, wie manage ich Benutzerberechtigung etc. pp. Und dafür brauche ich halt wirklich dann eine Oberfläche und eine Administrationskonsole, mit der ich das wirklich schnell machen kann. Jetzt möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was verstehe ich denn überhaupt unter den Begriffen? Ich denke mal, datenbasiert, ja, datenbasiert ist für mich immer so die ganz, ja, die vergangene, auf Effizienz getrimmte Fabrik.
Also das, was ich eigentlich so unter Taylorismus verstehe. Also ich möchte irgendwas produzieren, versuche den Prozess zu optimieren. Menschen geben Regeln vor, das heißt, es werden Workflows anhand von ja, Bauchgefühl oder Erfahrungswelten aufgebaut. Einfache Reports bestätigen eigentlich eher das Vermutete. Das heißt, was ich früher sehr stark gesehen habe, wir bauen Datenmodelle, in denen im Grunde schon drinsteckt, was wir eigentlich schon im Bauchgefühl haben, was auch mittlerweile wissenschaftlich bestätigt ist. Und eigentlich haben wir damals, jeder hat eigentlich seine eigene Wahrheit gebaut. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir heute haben. Denn jede eigene Wahrheit bedeutet auch eigentlich einen eigenen Datensilo. Wenn ich jetzt auf Daten gestützt gehe, dann sage ich immer so schön, ja, da sind, glaube ich, die meisten von uns jetzt mittlerweile. Das heißt, wir versuchen möglichst unabhängige Modelle zu bauen, weil wir haben gelernt, dass wenn wir sehr datenfokussierte Modelle bauen, ja, dass die relativ schnell nicht mehr so flexibel sind und das erhalten können, was wir eigentlich erwarten. Im Grunde da schnell Daten zu überführen, schnell Daten in Regelwerke zu übersetzen. Das heißt wirklich, da wirklich auch schon in Teilautomatisierungen zu gehen. Das, was wir aber feststellen, gerade in der heutigen Zeit, ist, dass diese Regeln eigentlich eher zu langsam angepasst werden, weil sie immer noch manuell angepasst werden. Das heißt, was wir erreicht haben, ist zwar eine zentrale Sicht, aber wir haben immer noch viele Datensilos. Und die Silos kommen jetzt eigentlich wieder vermehrt hinzu, dadurch, dass jedes Tool eigentlich wieder seinen eigenen Datensilo mitbringt. Das heißt, jeder Hersteller von Werkzeugen versucht natürlich, seine eigene Reporting- und Datenwelt auch gleich mitzuliefern. Und da ist dann wieder die Sache, wie verheirate ich denn die Daten? Weil Best Practices ist das eine. Aber ich muss einfach verstehen, wie ich Analogien anwenden kann zukünftig. Also ja, das, was ein anderer gemacht hat, möchte ich eigentlich auch machen, aber ich muss es auf mein Unternehmen zuschneiden. Und da sind wir dann wirklich bei dem Thema Daten getrieben. Eine zentrale Wahrheit mit qualitativ hochwertigen Daten, das ist dann wirklich das, was wir wollen. Denn datengetrieben heißt, dass wir wirklich auch zulassen, dass Prozesse automatisch angepasst werden. Dass wir wirklich mit Machine Learning aus der Vergangenheit lernen und Prognosemodelle erstellen oder zukunftsorientierte Regelwerke, die aber nicht mehr vom Menschen erstellt werden können, sondern die eigentlich eher automatisch gesteuert aus künstlicher Intelligenz kommen müssen. Denn wir sind einfach zu langsam. Also ich denke mal, Algorithmen bestimmen wirklich Marktveränderungen und dann wirklich Entscheidungen und Prozessfolgen, weil der Mensch einfach da einfach schlecht ist in der Massendatenauswertung und die Maschinen das einfach deutlich viel schneller können, um das halt wirklich dann auch in Werte umzusetzen. Und das ist auch das, was wir uns bei unseren Kunden immer sehr stark angucken. Wie ist denn das Verhältnis von Nutzen und Kosten? Wo sollten wir jetzt wirklich priorisieren? Denn wir sind komplex, das heißt, wir müssen auch agil vorgehen, um der Komplexität Mann zu werden, in den Griff zu bekommen. Und wenn wir das nicht wirklich runterbrechen können, dann auf komplizierte Prozesse, die der Mensch dann wirklich auch versteht und anwenden kann und die Maschinen dann sozusagen auch in Prognosemodelle umsetzen kann und in Algorithmen, dann scheitern die meisten Projekte. Und das ist auch so das, wo ich viele Erfahrungen gesammelt habe, warum scheitern die vielen Projekte. Und es liegt einfach in meiner Sicht wirklich an der Vorarbeit. Wir sind in vielen Projekten der Anwendungsmodernisierung unterwegs. ERP-Systeme werden durch ERP-Systeme ausgetauscht, CRMs durch Cloud-CRMs. Aber wann bringt das denn wirklich einen Nutzen? Ich meine, ich komme auf eine neuere Technologie, habe aber eigentlich genau das Gleiche, was ich vorher hatte. Nur bin ich jetzt ein bisschen mehr in meinen Prozessen flexibilisiert oder ich habe meine Betriebskosten reduziert, weil ich in der Cloud bin. Aber ich muss eigentlich jetzt mal wirklich anfangen, aus der Vergangenheit zu lernen und wirklich die Erwartungen meiner Nutzer abzuholen. Das heißt, klassische Prozessoptimierung passiert eigentlich nicht ausschließlich auf der Grundlage von Daten. Das ist immer noch das, was wir sehen. Denn auch viele Nutzer versuchen natürlich, ihre eigenen Wahrheiten zu bauen. Und die Sammlung der operativen Daten in mehreren verteilten auswertbaren Instanzen,
Ja, das erhöht eigentlich immer wieder mehr meine Schnittstellen. Das heißt, jede Schnittstelle, die ich zusätzlich dazu nehme, und Sie wissen ja, das Kreuzprodukt der Schnittstellen bestimmt die Kosten. Wenn ich 100 Euro pro Pflegeaufwand im Jahr rechne, bin ich schnell bei einer Million, wenn ich hunderte von Schnittstellen habe. Das heißt, ich muss halt wirklich auch sehen, dass ich meine Schnittstellenwelt reduziere, einfacher mache, statische Regelwerke und manuelle Pflege beseitige. Und dann muss ich mir halt wirklich überlegen, wo setze ich denn wirklich anwendungsspezifische Tools oder Auswertungssilos ein oder wo baue ich denn eigentlich selber was, was eigentlich früher funktioniert hat oder wie refactor ich eigentlich im Grunde Code, den ich früher genutzt habe, in einem modernen Sinne. Und das ist das, was wir wirklich bei unseren Kunden sehen. Denn ja, immer neue Anwendungen oder Dritttools und neue Schnittstellen, die wir bauen, gerade so in agilen Teams, in digitalen Transformationsprozessen, ohne die alten wirklich abzulösen, das bringt uns ja eigentlich nichts. Wir erzeugen so wirklich dramatisch höhere Kosten, weil das, was wir auch sehen, die Lifetime einer Applikation, die ist dramatisch gesunken. Also früher hatten wir für so eine Legacy-Anwendung 25 Jahre Lebenszeit. Mittlerweile sind wir zwischen 3 und 5 Jahren von den kurzlebigen Apps, weil die ständig angepasst, geändert werden müssen. Und es kommt immer wieder neue Regulatorik, Datenschutz- und Security-Anforderungen dazu, der wir einfach gar nicht mehr Mann werden können. Das heißt, wir können nur noch durch Automatismen proaktiv Lücken schneller schließen. Und das ist eigentlich das, was wir sehen. Das heißt, ja, einfaches Tool immer wieder draufsetzen, aber der Toolturm, den wir da sehen, der wird immer wackeliger. Und jetzt möchte ich mal irgendwo auf ein ganz konkretes Beispiel eingehen von einem Kunden. Aber ich glaube, das ist repräsentativ für viele. Weil heutzutage ist natürlich immer der Vertrieb da und sagt, ja, ich muss mehr Absatz haben, ich muss mehr verkaufen. Also möchte ich eine bessere Vertriebsunterstützung haben. Also ich kaufe mal ein neues CRM, weil das alte ist ja schon alt. Aber schon da habe ich ja eigentlich keine zentrale Kundensicht geschaffen. Und dann geht es weiter. Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich meine Vertriebsprozesse integriert. Das klappt jetzt erstmal. Aber jetzt brauche ich natürlich Vertriebsreporting. Das heißt, ups, da habe ich ja nicht nur eine Quelle, sondern habe ich viele Quellen. Oh, dann, ja, dann baue ich mal ein Data Warehouse oder ich nehme das alte Kunden-Data Warehouse und integriere mal noch mehr Daten. Und dann stelle ich plötzlich fest, ja, aber das CRM-Tool kann ja gar nicht so customized meine Prozesse unterstützen, wie ich es gerne hätte. Ja, und wie bekomme ich denn jetzt wirklich KI da rein und wie gehen denn die Automatismen? Ja, und plötzlich heißt es, naja, dann brauche ich jetzt dort nochmal ein neues Business Process Tool. Und dann brauche ich natürlich automatische Regelwerke. Dann kommen kundenspezifische Wünsche dazu. Dann kommen Dinge dazu. Da lerne ich plötzlich, oh, meine Daten sind ja schlecht. Jetzt muss ich aber was an der Datenqualität machen. Das heißt, ich führe ein Datenqualitätstool ein, aber was auch wieder nur reaktiv ist. Und auf nicht wirklich die Quellen optimiert, also die operativen Systeme, sondern eigentlich eher nur die dispositive Welt. Und dann kommen unstrukturierte Daten dazu, dann schmeiße ich alles einfach mal in Data Lake, weil meine Data Science-Kollegen sagen, ich brauche mehr Informationen, ich brauche mehr Daten. Aber was ich vergessen habe, ist die Dokumentation. Das heißt, also, dass einerseits die Stammdaten aufzubauen, aber andererseits auch Metadaten, die zu hinterlegen. Und viele Kunden, die wir sehen, die sind plötzlich dabei, ja, ich brauche aktuellere Daten, ich brauche Testdaten, anonymisierte DSGVO-Daten. Wupp, dann sind die Data Science-Kollegen plötzlich da, die haben Modelle gebaut und sehen, ja, aber ich darf gar nicht die Daten verwenden. Und mein Datenschutzbeauftragter hat mir jetzt gesagt, ja, das Modell, was du da im letzten halben Jahr gebaut hast, das ist aber nicht compliant. Und ja, und plötzlich bin ich an Herausforderungen. Ich muss komplett neu über meine Datenzugriffsschichten nachdenken. Ich muss komplett über mein neues Vorgehen nachdenken. Und dann stelle ich plötzlich fest, mein Enterprise Data Warehouse bräuchte ich ja eigentlich, aber das ist ja auch wieder veraltet. Also führe ich was ganz Neues ein. Und dann kommt wirklich dann mal Governance ins Spiel, Lineage ins Spiel. Und dann setze ich doch mal ein richtiges Metadatenmanagement auf. Und ja, dann kommen auch Begrifflichkeiten wie Data Fabric auf. Da kommen auch Automatismen in der Integration auf. Ich möchte ja nicht mehr nur manuell integrieren oder die Schnittstellen bauen. Sie sollen ja auch automatisch gepflegt werden. Und dann kommt ein anderes Betriebsmodell. Cloud ist die Lösung. Dann kommen neue Kundenportale. Die sind ja veraltet. Die müssen ja jetzt abfähig sein und multikanalfähig und so weiter und so fort. Und ja, mittlerweile sehen wir bei Kunden, dass der Betrieb gar nicht mehr richtig funktionieren kann,
weil die Kollegen nur noch mit Updates und Anpassungen von Schnittstellen betroffen sind. Und ein Kunde hat mir mal gesagt, ein neues Datenfeld im CRM mit richtigen Daten gefüllt, kostet sie 150.000 Euro und ein halbes Jahr Arbeit. Und jetzt sehen wir einfach die Dimension, die wir momentan erreicht haben. Das können wir menschlich gar nicht mehr schaffen. Wir kommen da gar nicht mehr hinterher. Das heißt, wir müssen wirklich das Problem an der Wurzel packen und sagen, ja, wie können wir denn wirklich jetzt mal bessere Kundenprozesse aufsetzen? Wie kriegen wir denn eigentlich diese 360 Grad nicht nur Kundensicht, sondern auch Partner, Lieferanten und auch Marktsicht? Weil es nutzt mir nicht nur eine 360 Grad Kundensicht zu haben, weil ich ja nicht weiß, was möchte denn mein Kunde eigentlich von mir in dem Markt, in dem er sich bewegt. Deswegen muss ich halt jetzt wirklich anfangen, meine Prozesse ausschließlich auf Daten aufzusetzen. Und ich muss halt wirklich weg von Ansätzen, nur operative CRMs zu nutzen. Ich muss die von vornherein wirklich kollaborativ aufsetzen, denn nicht die Anwendung, sondern die Interaktion der erhobenen Daten bestimmt wirklich das Geschäft. Das heißt, wenn ich mit dem Kunden im Kontakt bin, muss ich basierend darauf eigentlich schon eine Regel haben, die aus dem Verhalten des Kunden lernt und ihm daraufhin wirklich was Neues anbieten. Und ja, Komplexität, agiles Vorgehen. Ja, viele machen wirklich agiles Vorgehen, aber dürfen denn die meisten wirklich scheitern in diesem agilen Vorgehen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. In dem Umfeld, wo ich anfange, wirklich automatisierte Regelwerke auf Daten zu entwickeln, muss ich mit Try and Error vorgehen. Analogien kann ich zwar nutzen, aber ich muss wirklich darüber Bescheid wissen, wie funktionieren denn diese Analogien. Wenn ich mir Spotify angucke, zum Beispiel im agilen Umgehen, das zu kopieren, macht wirklich keinen Sinn. Ich muss kapieren, warum das in diesem Geschäftsmodell denn wirklich passend war. Und ja, auch diese verschärften Vorgaben und schnellen Anpassungen und spezifischen Tools, das führt halt bei vielen wirklich zu Microservices, aber das, was viel wichtiger ist, also die Geschäftsökosysteme, die ich da aufbaue, das müssen neuronale Netze werden, das müssen selbstlernende Organismen werden, weil ansonsten kann ich das nicht mehr managen. Der Mensch allein in der Schnittstelle mit der Gegenüberseite, mit dem anderen Mensch, die können das zwar koordinieren und die Regelwerke sozusagen adaptieren, aber eigentlich müssen die Prozesse dann anders gebaut werden und selbstlernend sein. Und dafür muss ich halt Dinge zulassen, wie eine zentrale Integrationsplattform in so einem Kundenservice-Portal. Und was man hier sieht, ist auf der linken Seite sind eigentlich so die üblichen Datenquellen. Auf der rechten Seite sind eigentlich die üblichen Anwendungswelten. Und wenn ich halt wirklich so ein Self-Service-Portal baue, und da reicht es auch nicht nur, ein Kundenportal zu bauen, sondern ich muss eigentlich alle Counterparties dort integrieren, dann muss ich das halt möglichst schnell über eine Infrastruktur integrieren können und anpassen können. Und bei CGK haben wir halt wirklich gelernt, dass hier in der Mitte eigentlich ein großes Vakuum ist. Und das ist das, was wir mit unserem Team eigentlich immer ständig wieder abbilden. Das ist halt wirklich der Integrationsservice. Das ist halt diese Modern Middleware, die wir kontinuierlich bei Kunden einführen. Und mit Integration Platform as a Service haben wir da halt mittlerweile Mittel zur Verfügung, wo wir ein API-Management mit Integrationswerkzeugen, mit Low-Code, mit Stammdatenmanagement, mit Business Process Management, mit Data Catalog und so weiter und so fort eben entsprechend vereinheitlichen können. Aber wir haben eigentlich dann auch eine Management-Konsole zur Verfügung. Das heißt, wir können auch über diese Oberfläche jetzt andere Schnittstellen, andere Welten mit einbinden, Kundenwelten, Partnerwelten, über EDI-Schnittstellen, und das geht rasend schnell. Also die Erfahrungswelt ist halt nicht mehr in Monaten so eine Schnittstelle zu bauen, sondern in weniger als 3 Tagen und diese produktiv zu setzen. Und ich glaube, das ist so der Standard, den wir alle anstreben sollten, weil ja, das Produktivsetzen von Applikationswelten, auch wenn sie in der Cloud sind, dauert doch einfach viel zu lang. Und das Cloud-Versprechen ist eigentlich Pay-Per-Use, setz es ein, nimm es produktiv. Aber bis wir das integriert haben oder wieder gecustomized haben, sind Wochen und Monate vergangen und eigentlich nutzen wir gar nicht die Fähigkeiten der Cloud, die uns da geboten wird. Aber ich glaube, dass der zentrale Punkt ist, dass wir das auch nicht outsourcen können. Also gerade die Integration ist, glaube ich, das, was die Geschäftsprozesse in einem Unternehmen so spannend macht. Also die neu zu bauen, die anzupassen, die
die Welten miteinander in Austausch zu bringen, das ist, glaube ich, das, wie neue Geschäftsmodelle entstehen, wie neue Marktmodelle entstehen und wie man deutlich schneller vorankommt. Ja, und ja, wo hat das denn geklappt und warum hat das denn geklappt? Es gibt da ganz, ganz viele Beispiele. Also ich meine, ich zitiere immer so diesen Finanzmarkt in Deutschland und ein Kunde hat mir mal gesagt, der kam aus Australien, ich fühle mich wieder zurückversetzt ins Mittelalter. In Australien habe ich Apps zur Verfügung, bei jeder Interaktion mit meiner Bank kriege ich eine Anlageempfehlung. Jetzt kann man sagen, das ist mir zu viel. Aber wann habe ich die letzte Anlageempfehlung in Deutschland von meiner Bank bekommen und wann war die sinnvoll? Also ich fühle mich immer noch nicht leider verstanden in Deutschland und in Australien und Amerika. Gab es Banken, gibt es Banken, die wirklich nach Datensparsamkeitsgrundsätzen agieren? Das heißt, ich habe nicht 100.000 Felder, die das Gleiche bedeuten, sondern ich fokussiere mich mal auf wirklich ein Attribut, was gut beschrieben ist und was jetzt eigentlich einen Kundenmehrwert eigentlich vielleicht beschreibt. Und der Baum, der diesen Kundenmehrwert berechnet, der ist unter einer starken Governance, der ist halt stark reguliert. Und ich weiß, wo diese Daten herkommen und ich weiß, in welcher Qualität sie kommen. Und ich kann halt wirklich dann auch an der Lineage und an der Qualität der Daten arbeiten. Mittlerweile habe ich so die Wahrnehmung in Deutschland, Datensparsamkeit, das war auf dem Legacy-System da und die Governance war da. Wir müssen aber wieder zurück, damit wir wirklich dann auch konsolidierte Welten schaffen können und auch regelbasierte Welten. Denn das Ganze muss halt wirklich automatisch funktionieren und wenn ich hunderte Felder habe und mein Data Science-Kollege nicht versteht, was denn wirklich in diesen Feldern steht und warum er die nehmen muss und nicht die, dann ja, ist das immer noch das gleiche Problem. Das heißt, wir brauchen wirklich in engen Korridoren Regelwerke, die auf Interaktionen reagieren und das im Omnikanal, damit wirklich auch Data Science vorankommt. Anderes Beispiel ist halt das typische, sage ich jetzt mal, Airbnb, Netflix, Otto, Zalando. Ja, es gibt sie auch in Deutschland. Also wie bei Otto eine datengetriebene Generierung von Microservices. Also wenn ein neues Produkt bei Otto eingestellt wird, wird eigentlich die komplette Wertschöpfungskette mit generiert. Das heißt, das Produkt kommt in den Katalog, es ist bestellbar, es hat einen Preis, die komplette Einkaufsprozess, die Logistik, alles hinten dran funktioniert. Und das basiert eigentlich alles auf angelernten Modellen und, oder Algorithmen. Ich meine, bei Amazon kennen wir es. Amazon begeistert uns ständig wieder. Aber wenn ich in Deutschland im Baumarkt was bestelle, dann bin ich doch relativ stark frustriert teilweise. Oder eben halt auch in anderen Branchen, welche schlechten Services mir da geboten wird, werden. Auch leider bei RT-Shops. Record Linkage ist so das andere große Thema, Stammdatenmanagement, wie vereinheitliche ich schnell Kundendaten, wie komme ich denn zu meiner 360-Grad-Prozess-Sicht, die ich dann auch umsetzen kann und das eben halt auch als Multikanal-Verbesserungsprozess, der kontinuierlich läuft und permanent und transparent ist für jeden Mitarbeiter im Unternehmen, das ist halt sogar das große Problem. Wir bauen immer kleine Portale und ja, eins für den Kunden, eins für den Partner, eins für den Lieferanten. Aber warum bauen wir es nicht alles in einem? Weil die Prozesse sind mittlerweile verbunden und müssen miteinander verbunden und end-to-end als Service dargestellt werden. Und das eben unter Agilität mit einer strikten Governance. Viele werden jetzt sicherlich sagen, das widerspricht sich. Nee, wir müssen auch in agilen Projekten Leitplanken setzen. Das ist das, was wir sehr stark bei unseren Kunden sehen. Das Fundament ist entscheidend. Ich muss eine Vision haben, was ich in 5 Jahren erreicht haben möchte. Und dafür muss ich halt auch Leitplanken setzen, denn wenn ich das nicht steuere, ein agiles Projekt, was deutlich, deutlich anstrengender ist als ein normales Projekt, als ein Standardprojekt in der Vergangenheit, dann endlich im Chaos. Das ist das, was wir lernen. Und das vor allem auch im Datenintegrationsumfeld. Und ich muss halt auch wirklich die Randbedingungen setzen. Datenqualität, Datensparsamkeit. Ich brauche Spielwiesen für meine Fachbereiche. Es werden mittlerweile Terabytes auf Knopfdruck in anderen Unternehmen der Retailbranche zur Verfügung gestellt, nur um automatisiert Modelle zu lernen. Und da ist Data Science klassisch Einzug gehalten und ist klassisch im Grunde dort vorhanden. Und wenn man jetzt mal nach Deutschland konkret guckt. Wir hätten noch 5 Minuten dann. Ja, sehr gerne. Schenk ist so ein Beispiel, also deutscher Weltmarktführer für nachhaltige integrierte Messe- und Prozesslösungen. Also die waren weltweit verteilt und ich meine, der deutsche Mittelstand ist weltweit, hat weltweit in den letzten Jahren massiv viel Übernahmen gemacht.
Und wenn man sich die Unternehmen anguckt, gerade im produzierenden Gewerbe, die haben 30, 40 ERP-Systeme auf der Welt. Selbst Siemens hatte 25 und will jetzt irgendwie auf 4 konsolidieren. Ja, es ist eine Herausforderung, aus einer dezentralen IT eine zentrale zu machen. Aber wie kann ich das wirklich schnell tun? Und wie kriege ich dann einheitliche Prozesse? Und das ist das, was Schenk geschafft hat. Und das eben halt über die gesamte Wertschöpfungskette. Und das, was die Aussage jetzt von Schenk ist, ist in jeder, also mit jeder in wenigen Tagen neu eingeführten Schnittstelle, ja, kann ich halt wirklich auch bestehende Schnittstellen ablösen. Also ich führe eine neue Applikation ein, binde die in 3 Tagen an und schalte das alte im Grunde dann auch ab, wenn ich die Daten migriert habe. Das heißt, hochkomplexe Lösungen werden dort jetzt in kürzester Zeit gebaut. Und das kann man sich halt wirklich dann auch mal in so einem Referenzvideo, wie ich jetzt den Link hier hinterlegt habe, vom Boomi auch mal anschauen, wie da die Kundenkommentare und die Erfahrungswelten sind. Gut, Lessons learned. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Nicht Tools als Ausgangspunkt für die Lösungsidee, sondern wirklich die strategiebasierte, das basierte Vorgehen. Basierend auf Fachlichkeit und auf Daten ist das Wichtige. Und was wir gelernt haben, sind halt wirklich, der erste Business Case entscheidet. Also das, was wir mit unseren Kunden tun, ist halt wirklich ein solides Fundament bauen. Wir machen so eine genannte Foundation Phase mit jedem Kunden, identifizieren dann das Minimal Viable Product, gehen agil vor und bauen das wertvollste oder die wertvollste Schnittstelle als erstes und setzen das möglichst zeitnah um. Und das Wichtigste dabei ist halt wirklich agile Führung und der Änderungswille des Kunden. Oder von uns selber. Denn nur dann bekommen wir wirklich ein internes und auch ein externes Nutzererlebnis umgesetzt, weil wir dann auch bereit sind, wirklich kontinuierlich zu lernen. Und ich glaube, die schöne Analogie ist immer im 10x-Umfeld. Das heißt, ich möchte disruptiv vorgehen, ich möchte exponentiell wachsen. Und wenn ich eben in Analogien denke, dann muss ich halt wissen, was ich mit diesen Analogien tue. Denn nur das bestimmt wirklich eine Marktführerschaft in diesem Umfeld und erhält die Marktführerschaft gerade von vielen familiengeführten Unternehmen in Deutschland oder auch von uns selber, die wir da auch wirklich in 10 europäischen Ländern ständig mit familiengeführten Unternehmen, aber auch mit Großunternehmen zu tun haben. Gut, jetzt möchte ich mich herzlich bedanken bei Ihnen fürs Zuhören. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Herrn Löb und bei Herrn Hase auch, dass Sie beide hier waren. Und uns diese schöne Vision auch nochmal gezeigt haben, beziehungsweise diese praktischen Erfahrungen auch haben zukommen lassen. Das ist wirklich sehr spannend und ich bin gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß weiterhin bei den weiteren Sessions. Tschüss!